je nach Fahrzeugausstattung befindet sich in der Mittelkonsole ein querformatiges 7 Zoll oder ein hochformatiges 8,7 Zoll Erling 2 Multifunktionsdisplay. Erling 2 ist die Kommandozentrale des Fahrzeugs. Über das Multifunktionsdisplay werden alle Multimedia und fast alle Fahrzeugfunktionen gesteuert. Bei stehendem Fahrzeug ist es zum Beispiel möglich, Musik abzuspielen, E-Mails zu lesen oder zu twittern. Bestandteil des Erling 2 ist natürlich auch ein 3D-Navigationssystem. Mit dem innovativen Renault Multisense-System kann der Fahrer verschiedene Fahrwerkmodi wählen. Zum Beispiel Komfort, Sport, Eco oder Neutral. Innerhalb der Profile und im Modus Perso lassen sich fast alle Fahrzeugparameter konfigurieren. Die Instrumententafel kann durch verschiedene Anzeigearten und Farben personalisiert werden. Der neue Scenic kann optional mit einem Bose Surround Audiosystem ausgestattet sein. Die insgesamt 10 Lautsprecher werden von einem Hochleistungsverstärker so angesteuert, dass jeder der Passagiere die bestmögliche akustische Klangqualität genießen kann. Für alle ein unvergleichlicher Hörgenuss.